Zum Primerauftrag wird ein geeigneter Schwamm auf die erforderlichen Maße zugeschnitten. Ködiglaze PVC Primer wird im Falzgrund dünn appliziert. Verfahren Sie dabei nach den Angaben der entsprechenden Kömmerling-technischen Information. Der Isolierglasrandverbund wird mit Ködiglaze Wash Cleaner gereinigt und aktiviert. Dazu eignet sich am besten ein fusselfreies Tuch oder Vlies. Anschließend wird das Glas in den Flügel eingesetzt. Die Verklotzung erfolgt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Profilsystemgebers. Es ist auf ein gleichmäßiges, umlaufendes Spaltmaß von mindestens 4 mm zu achten. Um eine schnelle und vollständige Durchhärtung des Klebstoffs zu erreichen, wird der Klebespalt vor der Klebstoffapplikation mit klarem Wasser besprüht. Eine ovale Ausformung der Düsenspitze erhöht die Austragsmenge und ermöglicht das Eintauchen in den Klebespalt. Der Klebstoff Ködiglaze P wird nun nach den festgelegten Vorgaben des Profilsystemgebers appliziert. Das Einbringen des Klebstoffs kann sowohl horizontal wie auch vertikal erfolgen. Nun wird zur schnelleren Durchhärtung nochmals klares Wasser auf die Klebstofffuge aufgebracht. Unmittelbar nach der Klebstoffapplikation müssen die Glashalteleisten eingeschlagen und das Fenster auf Funktion geprüft werden. Sämtliche Arbeitsschritte sind in den technischen Informationen aus dem Haus Kömmerling ausführlich beschrieben. Nutzen Sie die neueste Fassung, die Sie jederzeit bei Ihrem Ansprechpartner anfordern können.